Moin, moin, Leute, wir sind wieder da. Hallo. Heute wird abkassiert, heute wird abkassiert. Ich traue mich gar nicht raus, hier ist schon wieder ein extremer Sturm, wie ich gesehen habe. Ist schon wieder die Hölle los hier. Ich habe gestern noch ein paar wenige Depots rangeklatscht, sodass ich 40.000 Platz habe. 40.250 und jetzt, oh, 38 Millionen wert. Das nehmen wir mal mit. Das passt nirgendwo hin. Das passt nur auf den Frachter. Das ist natürlich schlecht. Das ist wieder der Vorführeffekt. Gerade ein Spieljang, ja, nicht bedacht, dass ich ja gestern für die alte Rezeptliste auf meinem Blog für die Raffinerie, die bin ich gerade am Updaten und da brauche ich natürlich alles und das musste ich dann alles hier. Oh je, oh je. Okay, warte mal, ich mache mal hier Platz. Bam. Lebende Perle brauche ich jetzt nicht mehr, das habe ich erledigt. Kann auch weg. So, Schwefelin kann noch. Eigentlich das noch nicht, das noch nicht, das noch nicht, nicht, nicht. Ach, das kann ich mir bauen, wenn ich es brauche. Beteiligungsbelege brauchen wir auch nicht. So, dann müssten wir ja theoretisch hier noch Platz haben. 40.000. Bäm. So, jetzt speichert er wieder. Wie viel Zeit habe ich? 16 Stunden. Alles klar. Also müsste ich eigentlich noch ein bisschen mehr machen, weil ich da so, naja, 23, 24 Stunden brauche. Aber das verkaufen wir jetzt erstmal. Irgendwo. Wird dann bestimmt wieder ein paar Abzüge geben. Aber ist doch geschenkt. Für das bisschen Arbeit gibt es richtig Kohle. Und wie gesagt, das kann man natürlich immer weiter nach oben treiben. Ja, man sucht sich ein S-Vorkommen, man baut noch mehr Mineralien, Extraktoren, noch mehr Lager. Das ist ja irre. Also 100 Millionen am Tag zu machen, sollte eigentlich ein leichtes sein. Wer das möchte. Ich möchte verkaufen. So, bim, bim. Wo steht die größte Zahl? Wo steht die größte Zahl? Nirgends. Aktiviert es. Minus 12%. Okay, aber wir machen trotzdem 37,8 Millionen. Boom. Trophy ballert. Jawohl. Jetzt haben wir knappe 68 Millionen. Nice, nice, nice. Also ich habe jetzt noch nicht alles durchgeguckt, aber ich glaube, das ist mit das Wertvollste, das aktivierte Indium. Das ist schon der absolute Knaller. Das nächste wäre dann Platin. Platin würde ich auch gerne abbauen in großen Mengen, um daraus dann Nanit zu machen. Also aus 35.000 Platin kann ich dann 1.000 Nanit machen. Wobei, braucht man gar nicht. Braucht man doch alles gar nicht. So, dann gehen wir mal zurück. Neuland. Ich hatte nämlich gestern bei der Hauptquest, ich musste ja bei den Gag den Rang zweimal steigern. Ich habe dann heute Morgen, bevor ich auf Arbeit bin, mal noch zwei so eine Quests angenommen, erledigt. Es ging relativ schnell. Und siehe da, ich kann jetzt den ersten Terminal bauen. Oder das erste Terminal. Also muss man wirklich nur in der Artemis-Quest-Reihe so weit bauen, so weit fortschreiten, bis man halt diesen Völkerrang machen muss. Und wenn das erledigt ist, dann kriegt man den ersten Bauplan. Die Terminals sehen auch ein bisschen anders aus mittlerweile. Ja, ich weiß. Ich. Bei mir geht das Terminal für das Extrafahrzeug noch ab. Herrlich. Ah, geht das Terminal ab? Das geht voll ab. Ich weiß, bei euch redet man so. Ich finde es mal lustig, wenn es abgeht. Hast du zufälligerweise gerade aktiviertes Cadmium irgendwo? Ich habe ja nicht aktiviertes. Leider. Bitte? Ich habe gar kein aktiviertes Nichts, nada. Okay. Auch kein Indium, das habe ich gerade verkauft. Weil ich hätte hier einen Planeten, wo aktiviertes Cadmium geben würde. Bring mal eins bitte mit. Bitte. Ja, ich meine, in der Planetenliste, ich muss erstmal hinfliegen und aufbauen. Ja, kannst du mit einem
Terrainmanipulator, erstmal gucken, was es wert ist. Ich brauche nur ein einziges für die Raffinerieliste. Also muss ich das auch noch alles suchen, irgendwann. Achso, ich muss ja, genau, jetzt muss ich Aufseher für Konstruktionsterminal. Simsalabim. Was macht denn der Basiscomputer hier mit mir? Zeigt wieder irgendeine andere Basis an. Das ist so frech. Das ist doch doof. Okay. Dann machen wir. Warum geht denn die Anleitung immer auf? Ausbau, Besitz und so weitere. Ja. Basisaufseher. Achso, ist er bestimmt hier oben auf der Station. Dann kann ich da hinhopseln. Hinhoppeln. No. Ich will die Aufseher in erster Linie nur wegen den Containern, weil ich komme nicht hin mit dem Platz. Ich habe jetzt schon wieder ein paar Frachtdinger kostenlos freigeschalten. Ich komme nicht hin, weil ich so viele Sachen hier mache und teste. Ich brauche halt jedes Item. Jedes Item im Spiel. So, warum? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Hier muss ja jetzt irgendwo Aseiche sein. Aseiche? Ist klar. Auf der anderen Seite. Hoppen wir mal rüber hier. Juhu. Ach, die Türen gehen auf. Ist ja der Wahnsinn. Ich stand schon mal davor und da ist nichts passiert. Ich hätte wahrscheinlich direkt gegenrennen müssen. Erst dann gehen sie auf. Seitdem habe ich nie wieder geguckt. Der Raum ist ja immer noch da. Okay. Na gut. Das darf gelacht werden. Bist du es wirklich? Ja, ich bin es. Dein neuer Chef. Alt und allein. Tralala, ja. So. Besuche den Aufseher in seiner neuen Station. Machen wir. Gucken wir jetzt mal, ob hier. Setzen die sich irgendwann mal zurück? Nö. Hätte ja sein können. Müssen wir mal alles. Dashen. So, ich, warum? Nein, 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 nein. Wir fliegen nicht. Wir laufen durch den Teleporter. Ach, wie ich an die ganzen Aufseher-Quests wieder denke. Ich muss ja dann auch noch extra Räume machen, damit ich die überhaupt alle hinkriege, weil die Terminals sind ja jetzt riesig. Jürgen, hast du mich nicht vorbereitet drauf? Was? Auf die riesigen Terminals, die waren früher so klein. Jetzt sind die ja dreimal so groß. Ja, ich glaube, ich habe einen Würfelraum Ja, musst du auch, sonst du kannst ja. 8x5 oder so gebaut oder so. Weil in die runden und quadratischen Räume kannst du ja immer nur einen setzen. Der andere sagt dann, nee, hier ist schon einer. Bibi, bibi, bub. Jetzt habe ich aber tatsächlich auch gar keinen, also ich sehe keinen Sinn mehr darin, Landwirtschaft zu betreiben. Unglaublich ist Ja, das. für den Landwirtschaftsfuzzi dann. Ja, aber was soll ich jetzt noch mit Landwirtschaft? Gut, es gibt etliche Sachen, die man machen kann. Kohlenstoff kriege ich aus Frostwurst nicht mehr und ich weiß, ich krieg's jetzt aus Sauerstoff. Ja, dann kaufe ich mir halt ein paar tausend Sauerstoff. Und wofür brauche ich die Landwirtschaft? Und die ganzen Produktrezepte, weil du machst ja jetzt so viel Geld. Nimm dieses Glas. Ich habe okay Platz. Was soll ich damit? Aha. Also er hat mir jetzt den Bauplan für Glas gegeben. Gut. Das meiste habe ich ja schon. Ja. So. So, jetzt soll ich chromatisches sammeln, ne? Chromatisches Metall für Aufseher einsammeln.
Habe ich doch dabei. 2200. Ich habe nämlich wieder diesen Bug gehabt hier im Lagercontainer. Wollte ich was rausnehmen und dann ist da gleich nochmal 1000 chromatisches und 1000 Sauerstoff und ich habe da hin und her geklickt. Ich weiß nicht, wie ich diesen Bug reproduzieren kann. Aber ich finde es schon echt seltsam. Kriege ich immer irgendwelche Mats geschenkt. Aber solange ich mehr kriege, ist es okay. Wenn mir was fehlt, das ist böse. So, bitteschön. Wissenschaftsterminal, na denn. Ach, jetzt hängt es ja wieder. Ja, nickt da. Hier hängt es wieder. Ja. Der hat gerade was von Lagerbehälter gesagt. Oh, gibt er mir die jetzt schon? Komm, uhu. Du wirst es nicht bereuen. So, also jetzt muss ich erstmal den anderen. Wo soll ich den hinbauen? Da will ich die nicht haben. An der Seite kommen die ganzen Lager hin. Hehehe. Ich mag die Gag. Ich mag die einfach. Die haben so schönen Schatten. So. Wissenschaftler. Boah, das ist ein Riesenterminal hier. Ach nee, das ist ja nur. Ach so. So groß ist das gar nicht. Ich dachte immer, durch diesen Blaupausenmodus sieht das immer so riesig aus. Ist es hier gar nicht. Na dann. Stelle einen Basiswissenschaftler von einer Corvex-Raumstation ein. Okay, von einer Corvex. Haben wir ihn da? Ist ja wieder klar. So, speichern wir das mal ab. Warpzellen habe ich ja heute Morgen gebaut. Ah, dann kann ich gleich wieder. Ja, gleich wieder ein bisschen Platz schaffen. Ach so. Jetzt. Jetzt geht's los hier. Ich dachte, mein Questziel bist du, Jürgen. Weil du auch blau bist. So. Galaxiekarte. Der sollte mir dann eigentlich da. Oh, das ist natürlich ein schönes System. Zimmer, was hast du denn im Moneyboot? Das habe ich alles schon. Wir müssen wirklich mal alles durchtesten. Mich heute, also wenn ihr das seht, ist es natürlich schon ein paar Tage her, aber in unserer Zeit hier, wie wir das gerade spielen, ist es heute gewesen. Hat jemand wieder in den Kommentaren geschrieben, welche denn überhaupt funktionieren, weil er hat das noch nicht hingekriegt. Da hat er wahrscheinlich genau die genommen, die buggy sind. Oh, ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Nerven die mich hier? Jetzt muss ich hier wieder weg. Feindliche Schiffe nähern sich. Ich kämpfe nicht. Oh, hier fünf. Eieiei. Mit meiner Startmöhre. Fünf Feinde. Nein. So, guck mal, jetzt habe ich ja das Geld. Jetzt könnt ihr mir ruhig was abziehen hier. Nö, machen sie nicht. Semiras VIP auf Lebenszeit. Morgs.
ich ja die nächsten Wochen wieder nur mit Questen zu tun hier. Ist ja irre. Da steht er, da steht er. Hi ho, hi ho, da sind wir wieder, Frau. Ein Wissenschaftler, ja. Und du mal ein Glücklicher. Na, das ist doch schön. Dann kommen wir mit hier. Ich brauche keine Bezahlung. Dich im Schlaf zu scannen ist Bezahlung genug. Wie bitte? Das kennt mich im Schlaf? Dreist. So, Neuland. Bam, wieder zurück. Jetzt habe ich hier wieder einen Baum. Baum vor der Tür. Glaube, ich muss da mal irgendwann eine Plattform hinsetzen. Wobei, so kriege ich kostenlos Kohlenstoff. So, ich muss zu ihm noch eine Questreihe starten. Hi ho, hi ho. Hilfe bitten, willkommen heißen. Immer willkommen heißen. Wir sind ja freundlich. Schmiermittel und Säure habe ich doch schon. Also zumindest Schmiermittel. Ernte Kürbisknolle, Pläne für Mikroprozessor. Haben wir alles. Kürbisknolle habe ich sogar bei. Und Kobalt habe ich auch bei. Akzeptieren. Jedoch zumindest das schon mal relativ fix. Was? Kann ich die gleich abgeben? Er kämpft innerlich mit einer Sorge. Seit 104,32 Sekunden kann ich die Coax-Konvergenz weder hören noch sehen. Oh je. Große Raffinerie, naja. Stimmt, die brauche ich ja auch noch für meine Liste, damit ich da die Dreier-Sachen testen kann, weil ich persönlich brauche die nicht. Nicht wirklich. Naja, hat er was gebracht? Ich will doch nur die Container. Erstmal. Gehe zum Sendeturm. Ach, jetzt sieht das wieder aus. Ihr schickt dann wieder hin und her. Nein. Oh, Kerne fern. Sei nicht schlafen. Jetzt kann ich dich im Schlaf scannen. So. Jetzt gucken wir mal hier. Wo ist denn hier unser hier? Ein verlassenes Gebäude nach Daten durchsuchen. Wie bitte was? Achso, und da kriege ich das dann bestimmt. Ah, das respawnt auch relativ häufig hier. Sehr schön. Wo soll ich zuerst hin? Verlassene Struktur. Machen wir uns erstmal dahin. Aber also, vorsichtshalber aber erstmal. Speichern. Speichern. So, kann das sein, dass ich hier. Nee. Platz habe ich. Miau. Verlassene Struktur.
Bisschen. Oh, was hast du für mich? Hast du für mich tolle Sachen? Naja, da brauche ich ja gleich fünf. Wieder ein Wort gelernt. So. Zugriff auf Baupläne, na dann. Naniten, Naniten, Naniten. Dann können wir doch gleich Wissenschaftsforschung machen. Das ist ja auch nicht weit weg. Dann haben wir gleich wieder zwei Quests fertig. Jürgen, was machst du gerade? Ich suche jetzt gerade einen Hotspot auf dem Planeten, da wo mich ein riesen Dinosaurier angegriffen hat, weil der feindlich ist. Aber das ist ein Planet mit aktivierten Emeril, den anderen habe ich nicht mehr gefunden. Ach, Mensch, du musst immer Versprechungen machen, aber das brauche ich auch. Was vor? Phosphor müssten wir auch noch testen. Später. Also ich lerne mal schnell das Wort hier. Grimmiges Wetter auch noch. Ja, bei diesen Aktiven, da ist das Wetter immer irgendwie sehr, sehr schlecht. Terminal online. Urteil anhören. Okay. Im Namen des Volkes ergeht ein Fehler. Analysieren, ausschalten. Wächteratlas. Fokus, Gegenmaßnahmen eingeleitet. Galaktische Zerstörung, Fehler, Atlas, Fehler, Fehler, Fehler. Sie sehen dich. Nein, sie sehen mich. Aha, gut, das war's. Alles klar. Habe ich hier schon drauf gedrückt? Nee. Und kann ich gleich mal. Wieder die Navigationsdaten. Ja, gucken wir mal hier auf dem Flug. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Tolles Gebäude oder sowas. Nüchte. Ah, du bist jetzt beim aktivierten Emerald, ja? Ich bin auf der Suche nur noch. Ach so.
So. Ich muss hier irgendwann den Teleporter wegstellen. Ich sag das immer wieder. Also erstmal ihn hier. Mal den Kern wieder einsetzen. Der Wissenschaftler führt einen Neustart durch. 1,5 Stunden warten. Na dann. Ist doch gar kein Problem. Ein neuer Sturm. Lagerbauplan. Ja, jetzt gesagt. Ja. Sehr schön. Achso. Oha, 5, 6, 7. Genau, die 9. 0 habe ich ja schon. So, geht nicht weiter. Hilfe. Ich sollte den Gag nicht länger aufhalten. Okay. Gar kein Problem. So. Ja, genau, okay. Jetzt soll ich zurückgehen. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt vorbei. Jetzt bauen wir Lager. 1. Bam. Warum? Wieso? Weshalb? Hä? Hilfe. Hilfe? Sag Silber, habe ich gefunden jetzt. Silber. Ist aber echt seltsam hier mit dem Anbau. 4. Zurück. Warte mal, das ist ja schon 5. Wir müssen auf 6 schalten, dann so und drehen. So, dann auf 7. 8. Und die 9. So, damit habe ich alle Lager. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt kann ich auch mal was reinschmeißen hier. Dann mal, hier kam ja eigentlich der Gerät hier hin. Dann mache ich das mal so. Genau. So, hier ist auch schon was drin. Das kommt erstmal raus. Kürbisknolle. Pilzschimmel. Dioxid. Mal gucken, was in meinem Fracht los ist hier. Nee, Quatsch. Ist ja hier. Da. Brauchen wir das nicht? Und das hat nicht mehr. Da fehlt ja noch das ganze Modit-Raumschiff. So, wenn ich das jetzt da einfach mal so reinwerfe. Müsste es ja hier angekommen sein. Ja. Sehr gut. Was ist eigentlich der ganze Rest vom Schützenfest? Ich bin verwirrt. Okay. Elektro-Hotspot. Mann, oh Mann. Mal Frachter. Das geht echt nicht mehr. Die haben es gefixt. Ich habe es letztens noch gesagt hier, dass man so schön Schnellübertragung, dass man die Sachen vom Frachter runterkriegt. Das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Fiese, fiese Länge. So, das mache ich jetzt mal auf dem Frachter. Das brauche ich nicht. So. Hier hinten sollen
diese netten Sachen rein. Hier kommt irgendwelcher Schund rein, den kein Mensch braucht. Ah, Gase will ich eigentlich woanders. War eigentlich egal. So. Dann packe ich hier. So. Emeryl. Dann brauche ich noch Cadmium, Indium. Die ganzen aktivierten Sachen. Oh ja, das wird. Das wird ein Spaß, wird das ein Spaß. Ja, auf jeden Fall jetzt ein bisschen Platz. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz, das ist doch schon mal schön. Ach, das Mikroprozessoren-Dingens. Einen Mikroprozessor bauen. Ich habe gerade einen bei, reicht dir das? Mal kurz warten. Na, 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 na. Ja, du hast ihn doch schon gerochen, ne? Zweie will er haben! Zweie! Aus chromatischem. Kann ich doch bauen. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. So. Muss es nur noch checken. Ja. Wird ja hier möglichst schnell alles hinter mir haben. So, Waffenterminal. Dass man hier warten muss, bis die ganzen Quests mal so aktualisiert werden. Irre. Was wie jetzt? Was wie jetzt? Oh, jetzt bin ich schon. Jetzt bin ich schon bei zwei. Zwei Seiten. Guck nicht um besorgen. Hab ich doch. Hab ich doch. Na bitte. Achso. Muss ich wieder warten. Da. Strahlungsschutzmodul A. So, Waffen. Terminals. Waffenterminal. Nee, ich mache. Einen Basiswaffenmeister anheuern. Das machen wir. Aber erstmal speichern wir. Mal gucken, was der Teleporter sagt. Nichts. Gut. Dann müssen wir wieder in die Luft. Nee, aus die Luft raus. Müssen ins All. So, schade. Bam, bam. Aktiviert ist Emeryl gefunden. Sehr gut, sehr gut. Ich habe hier ein Problem. Aber wahrscheinlich ist das nur so Standard, den ich überall kriege. Also doch mal auf die.
Auf die Station, auf die Station. Sag mal Bescheid, wenn du weißt, was es kostet. Also was es wert ist. Dauert noch, ich muss mir erst einen Unterschlupf bauen, weil nicht ganz so gemütlich der Planet. Das Schöne ist, überall wo aktiviert es ist, gibt es immer zu 100% Sturmkristalle. Ja, habe ich gerade drei eingesammelt. Sehr schön. Drei noch zwei für den Atomreaktor, Ui, für die. das riecht mich hier auf. Heuere einen Waffenmeister an. Ja, und? Zeigt nichts an. Naja, du schau mal auf der Galaxiekarte, da musst du in ein bestimmtes System. Jürgen. Das habe ich gerade schon getan. Da wurde mir nichts angezeigt. Es sei denn, es ist außerhalb der Sprungreichweite und ich muss. Geh mal in den Raum hinter durch die zwei runden Türen. Bin ich gerade unterwegs. Da steht er meistens drin, der Putzi. Corporal. Fähnrich. Ein Gag ist es ja nicht. Vielleicht hängt das wieder mit dem Aktualisieren hier. Wie das hier so oft passiert. Okay. Hier fliegt nochmal raus. Vielleicht ist es ja immer weiter weg. Hätte man doch ein bisschen weiter rauszoomen sollen aus der Karte. Also, nein. Aber warte mal, hier ist doch nicht die hier. Da bin ich ja gerade. So, die zeigt mir Hauptquestziel und Basisbauziel an. Das, was aber nicht funktioniert. Das ist aber nicht halt so. Ja, das. Ich mache erstmal das. No. Hier aktualisiert sich ja ta tatsächlich gar nichts mehr. Das auch nicht. Da kann ich ja wieder. Da auf der Basis. Bei Basiscomputerarchive, die sind jetzt auch irgendwo in irgendeiner Basis gewesen. Ja. Ich mach dir jetzt mal vielleicht. Oder du schaltest das an, aus, also mal eine andere Ja, Quest. ich weiß. Das ist das Ziel. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann kriegt sich das Protokoll vielleicht wieder ein. Das ist hier mein Kobalt, oder? Piu-piu. Kobalt. Archivwiederherstellung im Gange. Ich habe heute noch einen von Ihnen gesehen. Ja. Ich habe schon wieder kein chromatisches Material. Aussehen-Modifikator. Ach, den soll ich jetzt auch noch bauen, ne? Sonst sieht's. Achso, okay. Warten. Gut, baue ich den mal. Kann ich den hier einfach so hinsetzen? Ja. Sehr schön. Und Level löschen. Fertig ist fertig. Brauche ich nicht. So, und ich mache das Kobalt hier mit. Wenn es schon produziert wird. Oh, Hexerbeere. Schlürf, schlürf.
So, jetzt schauen wir mal. Ja. Passiert mal einmal gar nichts. Porte ich mal Hema. Ich müsste aber auch mal zu Uran, Kupfer. Aktiviertes Kupfer und Sturmkristall. Nehmen wir da mal hin. Aktiviertes Kupfer. Ätzende Regenstürme, also hier ist auch wieder sehr ungemütlich. Oh, gleich feindliche Tiere. Ich klemme hier auf. Oh, da hinten sind schon die Sturmkristalle. Hier ist alles feindlich. Hier will mich alles auffressen und töten und was nicht alles. Ihr könnt mich mal. Zack. Bin ich wieder im Raum. Aktiviertes Kupfer. Das ist ja gar nichts wert. 245. Mache ich jetzt 6500. Naja, ich hab's erstmal. Dann nehmen wir mal einmal Uran, Uran, Uran. Aktuelles System. Mein Bildschirm ist grün. Ich natürlich echt wenig. Müsste ich mal ein bisschen was nachbauen. Aber dafür. Ach komm, ins kann ich. Sollen wir schnell. Ach, ich mach zwei. Ja, 20 Metallplatten. Ja. Hat Technologie. Haben wir 4000. Das sieht schon besser aus. So viel brauchen wir ja davon nicht. Gut, dann wollen die jetzt hier nicht mit dem Waffenmeister? Vielleicht hat der auch Feierabend. Oder ist im Einsatz. Oder mach Kaffeepause. Wer weiß? Dann machen wir doch bei der Artemis mal weiter. Weil kohletechnisch sind wir gut dabei jetzt. Also mir reicht das völlig aus, sagen wir mal so. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternkarte markieren. Mike ist ja hier vorne. Ist ja hier irgendwo im System. Kalibrieren, Übersetzung, finde eine Lebensform, um etwas über deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Vier Minuten, na, das machen wir mal anders.
Hallo? Nein! Ey! Oh, ey, das gibt's doch gar nicht. Moment, 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 ich muss mal raus. Oh, tut mir leid, aber das war... Jürgen? Ja? Ich bin gerade in die Handelsstation gekracht, der hat einfach mein E nicht genommen. Wahrscheinlich war ich zu schnell und dann bin ich da hängen geblieben und habe dauerhaft Schaden genommen. Da wäre ich jetzt explodiert. Ich kam nicht mehr raus. Da musste ich jetzt mal kurz, ja. Okay. Ja, ich baue bloß die erste Stufe schnell. Ja, alles gut. Mann. Ist mir in 400, weiß nicht wie viele Stunden, noch nie passiert. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Oh, also werden wir mal ganz langsam anfliegen. So, es ist grün. Ich bleibe stehen. Ich drücke E. Gut, ich musste zweimal drücken. Wahrscheinlich muss ich denn mal in Zukunft immer draufhämmern. Wie ein Warni. Der Assistent. Was will er hier? Ich bitte den Regierungsrat an, wiederhole meine Bitte um Informationen. Hier. Ich suche mir da mal noch in den Containern was Schönes. Vielleicht gibt es hier mal den zweiten Weg hindurch. Aber hier wahrscheinlich nicht. Korvex-Gehäuse, ist auch relativ selten. Sehr schön. So, was will er jetzt von mir? Protokoll. In den Weltraum zurückkehren. Achso, ne, Quatsch, schon hier wieder voll. Piu. Oh, ey, was ist denn mit dem Spiel nicht richtig? Okay, ich konnte nochmal landen. Ich hab nur, bin abgehoben und war wieder irgendwas im Weg. Eine Antenne, irgendwas. Das haben sie aber auch verkackt hier. Mann. Also das Problem war schon immer mit den Gebäuden, dass die zu hoch sind. So, lass mich jetzt da hoch. Nee. Boah, nee, also das ist echt übel. Kruzifix. So, Artemis, was hast du denn? Da bist du ja. Er hat eine Anhöhe gefunden. Wenn du dort bist, feuere ich mit meinem Multiwerkzeug in die Luft, um meine Position zu markieren. Was ist los? Warum sagst du nichts? Hier, pass mal auf. Jetzt erzähle ich dir erstmal was. Dürfte ja nichts ausmachen. Was wir hier auswählen.
Ich muss weg von hier. Ja, das muss ich auch. Ich sag ja nichts. Geht das vielleicht schneller? Oh, ich habe die Glyphen zu einem Portal entdeckt, Reisender. Es ist eine Pforte zwischen den Welten. Ich dachte, ich würde jemanden meiner Art finden. Tralala, kriege ich jetzt eine Glyphe? Junge hat nämlich gesagt, da kriegt man einen Glyphen. Nach den Glyphen fragen. Alle 16 Stück. Alle 16 Stück. Dann brauchen wir sie ja nicht mehr suchen. Nee, wie gesagt, die ersten vier habe ich ja noch über die Reisenden gefunden. Und dann gaben sie mir nichts mehr. Na, mir haben sie schon nach drei nicht mehr eben. Apollo. ID registrieren. Ach, jetzt kommt der Apollo, denn von Apollo kommen wir dann zu Null. Stimmt, ja. Und wenn du da meinst, du bist mit null fertig, dann geht's erst weiter. Dann heißt's die Säuberung, du sollst Richtung Galaxie Mitte fliegen, dann musst Ja. halt bringen und pro Sprung kriegst du dann Glyphen. Okay. Na gut, dann sind wir trotzdem hier erstmal am Ende, bevor wir hier die Zeit hier noch verpennen. Dann sag ich mal, bis morgen, Leute, und dann geht's hier weiter mit der Hauptquest. Ciao. Ja, ciao.